Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zu unserer Veranstaltung Die Müllabfuhr im Internet. Ich freue mich über das große Interesse, das dieses Thema auslöst. Vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte der Veranstaltung. Als ich im Rahmen einer Veranstaltung der Böll-Stiftung des Schauspiels Dortmund im letzten November den jungen Regisseur Moritz Riesewick von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch kennenlernte, war mir der Begriff der Commercial Content Moderators noch ein Rätsel. Er erklärte mir, dass eine Armee von jungen Menschen auf den Philippinen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr darüber wachen, welche Beiträge auf den großen Social Networks gelöscht werden und welche nicht. Und er wolle auf die Philippinen fliegen, um mehr darüber herauszufinden, wer diese Menschen sind und unter welchen Bedingungen sie diese digitale Arbeit tun. Ich bat ihn kurz nach seiner Rückkehr, hier eine Lecture-Performance zu halten über seine Erfahrungen bei dieser Reise. Seitdem stieg bei mir die Faszination mit diesem Thema, denn natürlich, es ist so einfach, heute auf YouTube, Facebook oder anderen Plattformen Inhalte hochzuladen. Aber wer putzt eigentlich im Internet? Und mit welchen Regeln? Die Hate-Speech-Debatte hat diese Frage in Deutschland auf die Tagesordnung gesetzt. Und kurz vor dem Besuch von Mark Zuckerberg in Berlin vergangenen Januar berichtete der Spiegel, dass Facebook eine Firma in Berlin beauftragt habe, unangemessene Inhalte aus seinem Netzwerk zu entfernen. Welche Menschen das sind, die dort, in Spandau und anderswo auf der Welt, unangemessene Inhalte löschen und wie viele und unter welchen Bedingungen sie arbeiten und was überhaupt angemessen und unangemessen ist, darüber schweigt Facebook. Wir haben deshalb Sarah T. Roberts, Assistant Professor an der Western University of Ontario in Kanada, eingeladen. Sie forscht zum Thema der Commercial Content Moderation seit 2010, hat ihre Dissertation dazu verfasst und wird uns im zweiten Teil der Veranstaltung über ihre Forschung in einem Kurzvortrag berichten. In diesem zweiten Teil des Abends wird danach Shelley Kupferberg mit Moritz Riesewick, Sarah T. Roberts und Geraldine de Bastion von der Digitalen Gesellschaft darüber sprechen, welche Möglichkeiten es für die Zivilgesellschaft gibt, einen transparenteren Dialog herzustellen. Unser Facebook sauber zu halten, ist eine monumentale Aufgabe. Viele sind daran beteiligt. Das sollte mir eigentlich anzeigen, dass ich aufwache. Das war aber heute Morgen. Das mache ich jetzt mal aus. Unser Facebook sauber zu halten, ist eine monumentale Aufgabe. Viele sind daran beteiligt, die unzählige Fotos und Kommentare zu sichten, schnelle Entscheidungen zu treffen, basierend auf regelmäßig wechselnden und vagen Richtlinien. Im Angesicht einer sich ständig verändernden, globalen und unerbittlichen Flut von öffentlicher Rede im Internet. Und das geschieht an allen Orten auf dieser Welt in unterschiedlicher Weise. Man könnte sagen, dass es erstaunlich ist, dass Content-Moderation überhaupt funktioniert. Und wie gut sie eigentlich funktioniert. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, muss uns klar sein, dass wir ein gefährliches Spiel spielen. Private Firmen bestimmen die Grenzen der öffentlichen Rede im Internet. Das ist sehr viel kulturelle Macht in den Händen weniger Auserwählter. Und diese nutzen diese Macht auf eine intransparente und undurchsichtige Art und Weise. Und deshalb ist es schwierig und es macht das zu einer echten Herausforderung herauszufinden, was sie eigentlich tun. Als User können wir es uns aber nicht leisten, naiv zu bleiben und zu glauben, dass uns die Suchmaschinen alle relevanten Ergebnisse zeigen oder die Social Network Site alle Beiträge abbilden, die die Nutzer generieren. Unsere Informationsgesellschaft ist eine kuratierte. Was wichtig ist, ist, dass wir die Art und Weise verstehen, in der sie kuratiert wird. Von wem und zu welchem Zweck und zu einem nüchternen, öffentlichen Gespräch finden über die Art des öffentlichen Diskurses, den wir dazu dringend benötigen und wie wir das durchsetzen können. Wir hoffen, dass unsere Veranstaltung diesem Zweck dient und wünschen Ihnen einen interessanten Abend. Vielen Dank.
In a way, you feel thirsty, and it's more depressing. Yeah. What depresses me the most is the pedophilia and the people cursing each other. Because it's really very vulgar. So it's like maintenance work for the internet. Because we clean out all the smut and the porno and the hateful, you know. But I have talked to an office mate of mine. She said, because she did content moderation also for another company, Convergys, I think. Mm-hmm. She, and the account was Microsoft. I don't know if it's a cloud storage or something. She said she worked there for 2 years, and she saw things that are worse. What she told me was she saw videos of children having sex with adults. I mean, for us, we don't see videos of that, just pictures, you know. These pedophiles, they have a community, she said, and they share these videos. And there's like a cloud storage or something. That's where they upload and they download those videos. In der Nacht vom 21. auf den 22. März 2013 fanden tausende User weltweit in ihrem Newsfeed bei Facebook das Video eines kleinen Mädchens, das von einem älteren Mann vergewaltigt wird. Bis das Video von Facebook entfernt wurde, war es 16.000 Mal geteilt und 4.000 Mal geliked worden. Die Tatsache, dass der Fall weltweit für Entsetzen sorgte, zeigt auch, wie selbstverständlich es für uns ist, dass solche Bilder nicht in unseren sozialen Netzwerken erscheinen. Dabei ist klar, dass außerhalb von Facebook und Co. riesige Mengen solcher Fotos und Videos im Netz zu finden sind. Was also sorgt für die wundersame Sauberkeit unter dem blauen F? Eine Bilderkennungssoftware? Ein Algorithmus? Artificial Intelligence? Das hatte ich immer angenommen. Und tatsächlich wird bei Facebook eine Software eingesetzt, die sämtliche Fotos und Videos, die dort hochgeladen werden, scannt und so Bilder von Gewalt und Pornografie identifizieren soll. Jedenfalls grob. Denn wie fehleranfällig diese Art von Software arbeitet, zeigt ein Fall aus dem vergangenen Jahr, bei dem ein afroamerikanisches Paar als Gorillas identifiziert wurde. Aber selbst wenn die Bilderkennung besser wird und in Fotos Körperhaltungen und Gesichtsausdrücke analysieren kann, entscheidend ist nicht, einen Bildinhalt zu erkennen, sondern ihn einzuordnen. Entscheidend ist der Kontext, in dem ein Bild erscheint. Und hier überwiegen die Grauzonen, die unklaren Fälle, in denen es selbst einem Menschen schwerfällt, zu entscheiden. Ist ein Bild einer nackten Person Kunst oder Pornografie? Nicht auszudenken, etwa wenn das jahrhundertealte künstlerische Erbe unserer Kultur verbannt würde. Automatisch aussortiert als profane Pornografie. Rubens oder Pornoheft? Für Artificial Intelligence ist das kein Unterschied. Wie aber steht es mit der antiken Abbildung des Sexaktes mit einer Ziege? Zulassen, weil Teil der Kunstgeschichte, oder löschen, weil perverse Sodomie? Die Entscheidung, was bei Facebook zu sehen sein soll und was nicht, bestimmt ein Team in Menlo Park in Kalifornien. Eine Entscheidung, die über 1,5 Milliarden Menschen betrifft. Menschen aus allen Teilen der Welt, mit den verschiedensten kulturellen und religiösen Hintergründen, den unterschiedlichsten moralischen und ethischen Wertvorstellungen. Einheitliche Regeln für alle in der großen Familie der Friends. Und dieses Team aus Richtern über moralisch und unmoralisch, angemessen und unangemessen, besteht aus, dazu schweigt Facebook und lässt diesen geheimen Zirkel einen Leitfaden entwickeln. Und dieser Leitfaden ist, geheim. 2012 leakte ein ehemaliger Mitarbeiter dieses Dokument. Daraus erfahren wir, dass Camel Toes und Elchknöchel von Facebook ausgeschlossen werden,
Zertrümmerte Köpfe sind okay, solange das Gehirn nicht zu sehen ist. Blutlachen, auch okay. Die Brüste stillender Mütter, nicht. Nackte Körper, nur wenn sie kunstvoll sind. Auch eigentlich harmlose Bilder müssen aussortiert werden, wenn sie zum Mobbing eingesetzt werden. Auch die Ironie in einem Bild muss berücksichtigt werden. Ganz schön viel Interpretationsspielraum. Sicher ist nur, die Landkarten von Kurdistan sind verboten. Wem also vertrauen die sozialen Netzwerke diese Aufgabe an? Kunstexpertinnen oder Sozialpädagoginnen, Ethnologinnen aller Kulturen, aus denen die Nutzer stammen? Es kann ja ganz schön unterschiedliche Bedeutungen haben, so ein Bild. Wen also beauftragen Facebook und Co. mit dieser anspruchsvollen Aufgabe? Multikulturelle Kommunikationsexpertin mit Universitätsabschluss? Nee. Die großen sozialen Netzwerke haben da eine ganz andere Vorstellung. Das sind die Philippinen. Aber das auch. Philippinen, jahrzehntelang ein beliebtes Endziel von Giftmüll und Elektroschrott aus aller Welt. Auch heute noch leben Menschen in Manila davon, Müll zu sortieren. Sie durchsuchen ihn nach Recycelbarem und ernähren sich dabei von abgenagten Chicken Wings Resten, die im Fastfoodladen im Mülleimer gelandet sind. Und viele Menschen. Man nennt sie Müllmenschen. Menschen, die so lange im und vom Müll gelebt haben, dass sie in den Augen der Sauberen selbst zum Müll geworden sind. In den Augen der Büromenschen, die in reinlicher Kleidung an blitzsauberen Arbeitsplätzen in Executive Towers aus glänzendem Marmor sitzen. Die arbeiten in Wolkenkratzern, in Retortenstädten mit satten Grünflächen, die aussehen wie die Vorgärten amerikanischer Vorabendserien. Hier ist alles sauber und heil. Und die Jobs, die Menschen in diesen sauberen, heilen, blank polierten Büros machen, tragen Namen wie Regulatory Compliance und Fraud Protection oder Customer Care Service oder Policy Surveillance Support oder Fallout Management, Commercial Content Moderation oder Customer Care Relationship Outsourcing IT Services. Das meint alles dasselbe. Zu Deutsch die digitale Müllabfuhr. Bildermüllentsorgung. Bilder brutalster Gewalt. Videos von Vergewaltigungen, Sex mit Tieren, Enthauptungen, Auspeitschungen, Sex mit Kindern, Snuff-Videos, Verstümmelungen, Hinrichtungen, Aufforderungen, anderen die Knochen zu brechen. Kotze, Scheiße, Pisse, die auch mal wahlweise gegessen oder getrunken wird. Bis zu 10 Stunden täglich schauen sich die Content-Moderators solche Bilder an. Sie sind meist Anfang 20. Oft weiblich. This is actually extreme nude photos with the dick on the photo and the pussy on it. Yeah, pornography actually. And then the writing is like, I'm gonna kill you. It's like threatening someone. You really have that kind of feelings, you know. They're like a war, a picture with a war, pornography photo for the child. Like a child pornography. Images of child pornography. Yes, actually, when I'm actually working in that campaign. Wow. For 6 months, with the help of our operations in the U.S., we're talking to them, sending their pornography photos, and we're not just doing content moderator, but we're also doing proofreading. I want to have sex with child under blah 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 under 14. Sometimes it's like that. Then we screenshot that thing and then we send it to our partner in the U.S. What's that? What kind of partner is that? Is that a government organization? Or? No, with that said company that we're working on. Per day, it's like $10 per day. 9 hours with 1 hour break. Yeah. Targeting like 6,000 photos in a day, you'll feel bad. For that photo, why are we doing that? Wait, there's this kind of photo there.
you know, you'll feel bad at that. There's a lot of people who's really big in the deep depression right now. It's okay to review this kind of photos and everything. So Filipinos are like that. They can adjust anything when it comes to work. Filipinos are like that. They can afford everything. Das war Steffi. Also, sie heißt nicht wirklich Steffi. Ist eine Content-Moderatorin aus Manila. Weder ihr echter Name noch die Firma, für die sie arbeitet, sollten auf ihren Wunsch genannt werden. Schmutzig wird man nicht vom Bildermüll. Zumindest nicht sichtbar. Aber er hinterlässt Spuren bei denen, die das Internet putzen. Über die Konsequenzen für die Content-Moderatoren selbst sprach ich mit Ian Porkia, der Sprecher der Gewerkschaft Bien Philippines. Die versuchen gerade, eine solche Gewerkschaft aufzubauen. Allerdings haben sie dabei große Schwierigkeiten. Mit der Traumapsychologin Dr. Silvia Estrada Claudio von der University of the Philippines und mit Patricia Leperel. Sie ist Psychologin und leitet die Firma Behavioral Dynamics. Ihre Auftraggeber sind große Content Moderation Companies. Sie ist dort mit der Betreuung und den Einstellungstests von Content Moderatoren befasst. What's available now is getting a job in the BPO industry, getting a job in a call center. Other than that, you practically don't have a job. They'll tell you all the fun things the company offers, but they will not tell you what kind of job you will actually do. And we call it sweatshop super exploitation. Perhaps this is super exploitation. You spend the entire Saturday drinking. You spend after shift, after work, probably 6 in the morning, 5 in the morning if you're working at night. Your breakfast is actually beer. That's one way of coping with stress. They have to learn how to click. You know, like it's no longer work. And what? 5 o'clock, they're done. For those who are watching pornographic sites, sometimes their libido became desensitized. So we had a case where this person resigned because she said that she no longer felt excited because this is what they were watching every day. So she said she wanted to be normal again. The way that you would survive in such a job is to distance yourself. It can sometimes stay in the mind. And then, how should somebody deal with it? Then their supervisor should realize that this person is being affected and must seek help. Yes, that were pornographic or sadistic in nature. So the company that we were working for wanted to give them the psychological support that they needed so that they could do their job and not be harmed by what they were doing. If you talk about mental health, they might think of you as someone who's crazy. A psychological health or mental health, that would cost you more than getting a regular checkup from a medical doctor. Because getting psychological help, that would cost you about 5,000, half of your month's pay. Die Firma in Manila, die für Tinder die Löschungen vornimmt, Tinder, die Firma, wo man die Leute aussortiert, heißt Taskers. Die Firmengründer, zwei Amerikaner, die mit dem Verkauf von Frozen Joghurt ihre erste Karriere gestaltet haben, inszenieren ihre Company gerne im Netz als große Familie, in der man beim Löschen viel Spaß miteinander hat. I love Taskers. I love Taskers. I love Taskers. I love Taskers. We love Taskers. I love Taskers. We love Taskers. We love Taskers. At Taskers, we believe that our people are the most valuable asset that we have to offer. So who better to tell our story than the people themselves? Take a look at these stories, and we hope that you'll consider working with us in the future. My favorite part about working at Taskers is definitely the people. People here are warm, are supportive,
People here are very nice and friendly. They're actually helpful and very intelligent. My favorite part in working with Daska is I tend to be with my agents, whom I considered my family already. You spend more time with your coworkers than you do with your friends and family sometime. So it's just so important to be around people that you care for and respect and enjoy. Hi, we're the savings team. Saving the world one deal at a time. We love our job. Here we are just like one family. Exactly. That is really right. It's like going to school. It's not going to work. It just really feels like home. My favorite part about working here in Taskus is, you know, getting the chance to work with really great people that can help you grow as an individual and at the same time grow as a leader. Taskus is the kind of company where young people, energetic people, works together, build a group, build a team, build a family. This is where the best people belong, and this is where the best people will come from. Taskus is our family. Taskus is my family. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Das öffentliche. Also Filipinos hätten damit kein Problem, das in der Zeit zu essen. Das öffentliche Gesicht von Taskus ist wie ein. Das öffentliche Gesicht von Taskus ist wie ein Starbucks. Ein Bitterhaus mit Glückskeks-Philosophie an den Wänden und Slogans wie Work hard, have fun, shine and be happy, aim high und Teamwork makes the dream work. Zum Interviewtermin mit John Gonzalez, dem Pressesprecher von Taskus, wird mir der Reisepass abgenommen und erst nach dem Interview zurückgegeben. Our quota, we have a quota. Nein, also nicht. Schade. Our quota, we have a quota, I think. It's around 3,000 pictures a day. Yeah. And how many of these? That's for 8 hours work. But 3,000 Hier hätten wir jetzt eigentlich ein Video gesehen aus dem Ort, wo Taskus die Einstellungstests macht mit den Beschäftigten. Starbucks-ähnliche Kulisse. Sehen dann so einen Pub-Aufsteller von Bryce. Das ist der Typ, den wir gerade im Video auch gesehen haben. Auf der anderen Seite des Raums ein Pub-Aufsteller von Jasper. Dazwischen Regalwände mit genau diesen Sprüchen. Und es gibt da so ein schönes Bild. Wo wir im Hintergrund lesen, Happiness is all in you. Und wir sehen davor die Kandidaten für diesen Job, die da alles andere als happy sitzen. Vielleicht können wir das Bild später noch nachliefern. Fest steht auf jeden Fall, die vielen jungen potenziellen Content-Moderatoren arbeiten nach bestandenem Einstellungstest nicht in dieser schönen Glückskekswelt, sondern in einer hässlichen, turnhallenartigen Riesenschuhschachtel einige Kilometer weiter in den bekannten Callcenter-Boxen. Ich habe versucht, einen Content-Moderator von Taskus zu treffen und mit ihm zu sprechen. Nach vielen falschen Hinweisen, Telefonaten, Last-Minute-Absagen und geplatzten Verabredungen treffe ich Michael. Er arbeitet für Taskus und zeigt mir seinen Firmenausweis. Er möchte keine Kamera und spricht mit mir nur unter der Bedingung, dass ich seinen Namen anonymisiere. Das Interview musste ich in einem Auto führen, bei laufendem Motor, weil es zu heiß war, da Michael nicht beobachtet werden wollte. Our quota, we have a quota, I think. It's around 3,000 pictures a day. Yeah.
and how many of these? That's for 8 hours work. But 3,000 pictures means that you scan them, like you have a lot of pictures on one side. Yeah, like right? a grid in a, yeah. in a one block. Yeah. Like 24 pictures per block. Yeah. Then you have to scan it right away and click, then another block comes in. Yeah. Yeah. And how many of these pictures are inappropriate? On average, maybe 1 out of 10. 1 out of 10 is inappropriate. Right. And what kind of inappropriate images? Like private parts. Like an erect penis like that, or a naked private part of a woman like that. Yeah. And it goes worse, and maybe they show pictures of like dead animals or feces or, you know, anything gross that's meant to shock. Yeah. Wow. Yeah. And so if you see so many images like this per day, what does it make to you? We're trained not to bring those thoughts home, you know. It's just the job. Well, it could be on a bad day, it could be depressing if you let it be, if you let it allow it to depress you, you know. Mm. What's the worst I've seen? The beheadings, usually it comes from the Arabs, you know. There was a time, I don't know if it was from ISIS or something. They show a beheading of a soldier like that. Some of the work that we do could be depressing for sensitive people, you know. Yeah. Because, you know, there's also a teen community, and there are old people who hunt for these young people. The accounts of the teens and who might be interested, you know, to meet them in person. And of course you can do that with an underage child, you know. Mm. Because the teen community is supposed to mingle with each other. Only for teens. Mm. Well, they make fun, they just talk, they chat, they do those kind of things. But there's also the dark side, you know. They send also sexual pictures, you know. Mm. But we don't mind them as long as they do it amongst themselves, and it's consensual, what they call it. Mm. Yeah, but red flags are raised when it's an adult talking to a teen, or if it's another teen harassing another teen. There's a primary screening thing, maybe it's an algorithm. Mm-hmm. Then from there, it's a human intervention, really. We check if it's inappropriate or not. It happens a lot, you know. It's like there's a lot of gray areas. Can you describe this? Because sometimes we have a certain standards and parameters that we follow, but sometimes there's a big gray area, you know. Like if a woman, because there's a lot of the pictures show pictures of them with cleavages, you know. Cleavage. Uh-huh. Yeah. You know, sometimes the breasts are so big and the cleavage is so low and only the nipples are covered, you know, you're not sure if it should be approved or rejected. Yeah. Yeah. Because sometimes some women really have big breasts, you know. And we just reject it if the focus of the photo is on the breast. You know, and if it's done in a sexual manner, outright you have to reject a picture of a guy with underwear, and if his private part is silhouetted, you know, or if it's you can see the outline of his private part, it has to be rejected. Mm. But later on, they tended to approve pictures of that as long as it's outdoors. If he's in a pool or in a beach. Ah, okay. Then yeah, it's okay. Yeah, it becomes okay. But if it's a picture inside the home with his underwear, then it has to be rejected. A lot of it is subjective also from our part. If it comes out as a sexual picture, then it has to be rejected. And what does that mean, a sexual picture? How do you personally decide if it's sexual or not? If it's like he's flaunting his private part, even if he's wearing underwear,
or if he's sticking out his tongue, you know, those kind of things. If you're in a rush all the time, and there are thousands of pictures, sometimes a guy showing his private part would pass through, because it's a small picture, and it's not quickly obvious unless you stare at the picture that he's exposing himself. So really need to concentrate on the right, images. Right, you have to really look at the image. In a way, you feel dirty, and it's more depressing. Yeah. Yeah. What depresses me the most is the pedophilia and the people cursing each other, because it's really very vulgar. So it's like maintenance work for the internet, because we clean out all the smut and the porno and the hateful, you know. But I have talked to an office mate of mine. She said, because she did content moderation also for another company, Convergys, I think. Mm-hmm. She, and the account was Microsoft. I don't know if it's a cloud storage or something. She said she worked there for 2 years, and she saw things that are worse. What she told me was she saw videos of children having sex with adults. I mean, for us, we don't see videos of that, just pictures, you know. Because you can't, although you can upload videos, but it's very rare, you know. It's mostly pictures. So with her, she worked for 2 years. It was a Microsoft account. I think these pedophiles, they have a community, she said, and they share these videos. And there's like a cloud storage or something. That's where they upload and they download those videos. Ich habe John Gonzalez in dem Video, das wir nicht gesehen haben, übrigens, ich habe ihm 7 Fragen gestellt. Die sollte ich ihm alle aufschreiben, die wurden dann gecheckt. Insgesamt hat er mich 1,5 Stunden warten lassen, um diese Fragen auf ihre Tauglichkeit für eine Beantwortung zu überprüfen. Und bot mir anschließend an, 3 dieser Fragen zu beantworten. Eine davon war, wie ist Ihr Name? Die Auftraggeber der vielen Michaels und Steffis sind nicht nur Facebook, Instagram und Twitter, sondern auch Cloud Storage von Microsoft und Dropbox und Dating-Apps wie Scout oder Tinder. Nun hatte ich eine Firma gesehen, mehrere Content-Moderatoren unter konspirativen Umständen getroffen, mit einer Psychologin gesprochen und meine Erfahrungen mit den Inhaltetaktiken der PR-Abteilungen gemacht. Aber eine wichtige Frage war offen geblieben. Dabei interessierte mich die am meisten. Warum Filipinos? Was haben die Menschen auf einem Inselarchipel mitten im Pazifischen Ozean, das sie befähigt, über Kunst oder Nichtkunst, Ironie oder Perversion, Hass, Satire zu entscheiden? Wie sind sie in der Lage, täglich bis zu 10 Stunden Bilder von Hinrichtungen, Kinderpornografie und Vergewaltigungen zu evaluieren, ohne dabei verrückt zu werden? Und warum lagern soziale Netzwerke und Dating-Apps diesen Job immer wieder auf die Philippinen aus? Es kann ja nicht nur um den niedrigen Job gehen. Der ist woanders noch viel niedriger. In Indien, in Pakistan oder in Bangladesch. Kann nicht nur um ihren fast perfekten Akzent beim Englisch sprechen gehen. Hört ja niemand beim Bilder aussortieren. Nicht darum, dass sie auf Batman stehen oder gerne im Starbucks rumhängen. Sind sie ja nicht die Einzigen. Was also macht sie zu den Auserwählten für Facebook und Co.? Thank you.
Catholic system, as we know, it can really be used to exploit people. I'm a Christian, I'm a Catholic, but I'm telling you that yes, they're using it to take advantage of Filipinos. It's a maybe a toxic mix to have a Calvinist work ethic and then a sacrificial suffering sense of redemption. But the kind of Catholicism that is taught to us is not exactly liberation theology. It's obedience, it's sacrifice, it's waiting until the end, and then you'll go to heaven. But 95% aller Filipinos sind katholische Christen. Das ist das Erbe der spanischen Kolonisation. Eines der beliebtesten Modelabels der Philippinen nennt seine Produktreihen Team Jesus oder Jesus Makes Me Unstoppable. Auch ich habe zugeschlagen. Die Facebook-Profile von jungen Filipinos sind voll von Lobpreisungen des Herrn. Jeder zweite Facebook-Post ist irgendein Bibelzitat. Die lieben die Bibel. Und deshalb lässt auch Taskas seine Geschäftsräume von einem katholischen Priester segnen. So erhalten die Mitarbeiter göttlichen Beistand für die Löscharbeiten. Man zelebriert eine Messe und die große Familie betet gemeinsam. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden der Welt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Lange nicht mehr gehört den Text, nehme ich an. Matthäus Evangelium. Abendmahl, die Kernszene des Christentums, das Fundament unseres moralisch-ethischen Kodexes. Fragen Sie mal 19-20-jährige Filipinos und Filipinas. Die sagen Ihnen das im Schlaf auf. Das ist die letzte Szene, bevor Jesus gekreuzigt wird. Und dann stirbt Jesus am Kreuz, opfert sich, genau, für die Sünder, nimmt alle Sünden der Welt auf sich und steht ein paar Tage später wieder auf und trifft auf Maria Magdalena, die Sünde in Person. Und Maria ist außer sich, dass Jesus doch noch lebt oder wieder lebt. Und Handys gibt's leider noch nicht. Sonst hätte Maria wahrscheinlich ein Wackelvideo gedreht und auf YouTube geladen. Aber das gibt's eben noch nicht und so mussten Tizian und andere die Szene nachträglich zeichnen. Und herausgekommen ist dabei dieses Bild
Und da sehen wir jetzt also Jesus und Maria Magdalena in einer Art Garten. Maria Magdalena kniet vor Jesus, streckt ihre Hand zu ihm hoch, will ihn offenbar berühren. Er greift nach seinem Tuch, das er um seine Lenden hat, wie um zu verhindern, dass sie ihm das Tuch herunterzieht. Scheinbar will er nicht, dass sie ihn anfasst. Vielleicht, weil sie eine Prostituierte ist. Oder vielleicht, weil es ihn zu sehr erregen würde. Oder weil er in Wirklichkeit gar nicht mehr körperlich da ist. Oder weil er doch noch da ist, aber nicht will, dass sie das überprüft. Auf so plumpe, profane Weise. Weil das ja heißt, dass sie gar nicht genug Glauben hat, wenn sie das überprüfen muss. Was tut sie da? Vielleicht will sie ihm sogar ans Geschlechtsteil. Die Hand geht schließlich verdächtig nah in die Richtung. Und wie sieht es unter dem Tuch aus? Moose Knuckle? Und warum hat Jesus diese Hake dabei? Ist er jetzt Gärtner? Will er sie erschlagen? Gab es überhaupt schon solche Geräte zu Jesu Zeiten? Oder ist das am Ende gefotoshoppt und müsste schon allein deshalb gelöscht werden? Und halbnackt ist er auch. Aber männliche Nippel sind ja erlaubt. Bei Bildern von Tizian ist die Frage, ob das Kunst ist, glücklicherweise geklärt. Okay, also sind wir safe. Das Bild braucht nicht gelöscht werden. Verweilen wir vielleicht trotzdem noch einen Moment bei dem Bild. Noli me tangere, sein Titel. Lateinisch für berühr mich nicht oder rühr mich nicht an. Das sagt Jesus nämlich in diesem Moment zu Maria. Tja, in welchem Moment genau, das ist die Frage. Denn das kann ja die Bedeutung schon gewaltig verändern. Wie sagt er es? Wenn Maria Magdalena ein Handyvideo von der Szene gedreht hätte, könnten wir uns das jetzt anhören, was Jesus da sagt. Auf Repeat womöglich. Könnten genauer hinhören, um zu beurteilen, was zwischen den beiden stattfindet. Aber so haben wir nur dieses eine Bild. Die Gartenhake hat Jesus übrigens, weil Maria Magdalena ihn mit dem Gärtner verwechselt. Laut Johannesevangelium. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht mal so ein Zufall und Jesus gärtnert tatsächlich in den wuchernden Trieben des Menschen, damit das mit den Sünden nicht überhand nimmt. Schließlich hat er ja versprochen, die alle auf sich zu nehmen. Aber jetzt wuchert das Unkraut und das muss man schon an der Wurzel ausreißen, damit es sich nicht immer weiter verbreitet und den schönen Garten verunreinigt. Vielleicht ist dieses Unkrautjäten Jesus irgendwann zu mühsam geworden und er hat sich deshalb aus dem Staub gemacht. Das ist leider nicht überliefert. Jedenfalls finden wir in der Bibel auch dieses Zitat. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Sünden von uns fort. Steht da. Das klingt jetzt nicht mehr danach, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nimmt. Gott wirft sie stattdessen von uns fort, weit weg, in den fernen Osten. Klingt, als hätte Gott das Outsourcing erfunden. Und so landen die Sünden der Welt statt bei Jesus jetzt, genau, im fernen Osten, in Südostasien, auf den Philippinen, um genau zu sein. Und da haben die Nachfolger Jesu keine Gartenhaken gegen die Sünden, sondern Computermäuse. Von wegen Content, Moderators, Fallout, Manager, Customer Care, Service Agents. Nee, das ist Gottes Unkraut-Vernichtungstrupp. Die machen ernst gegen die Sünden. Wie Michael gesagt hat, it's maintenance. We are cleaning up the Internet. Oder wie es Dr. Silvia Estrada Claudio und Bim Bim Jojo von Terre des Hommes formulieren. Cleanliness is next godliness. Going there every day and repeatedly looking at these very horrible images. And I think for those of us who are not, who are insulated because we get our content moderated and because perhaps we think we're very, or we not, perhaps many of us are decent people and we really wouldn't even look for these images, and if we came across them, we'd turn them off immediately. If you're cleaning the internet, then somehow you feel like it's your Christian duty anyway to do that. It may be tough, you they see all these things on the internet, but again, this antos somehow gains them the status that they are the somehow saints in society. They do us a great service, except that
We do know that the internet doesn't get cleaned up by the content moderators. I think 90% of it is unclean, you know. You go to these public schools, they always have this slogan, cleanliness is next to godliness. You're a good person if you are able to sacrifice yourself for others. And Filipinos realize that to many other cultures, we are personally more clean. I mean, the streets are littered, but the body is always clean. We take a bath so often. It's been taught to us in school. Cleanliness is next to godliness. Vielen Dank.